Lok Bruchhausen im Herzen von Bruchhausen-Vilsen. Der unterhalb von Bremen gelegene, staatlich anerkannte Luftkurort ist für Eisenbahnfans zu einem kleinen Mekka geworden. Jedes Jahr kommen zahlreiche Besucher hierher, um mit den Zügen des DEV nach Asendorf zu fahren. Die 7,8 Kilometer lange Meterspurstrecke wird in den Sommermonaten samstags und sonntags mit Dampf befahren. Es ist die älteste Museumseisenbahn in Deutschland. Schon seit 53 Jahren wird hier kräftig Dampf gemacht. Bevor es losgehen kann, muss der Zug zusammenrangiert werden. Als erster Schritt werden die Wagen zunächst aus dem Schuppen gezogen. Als zweiter Schritt wird der Gepäckwagen kurz ausgesetzt. Rangiert wird hier übrigens noch so, wie es früher üblich war, mit Handzeichen und Trillerpfeife. Das Kommando Wegfahren wird mit einem langgezogenen Pfiff und der entsprechenden Handbewegung vom Körper weg ausgeführt. Ein etwas kürzerer Pfiff und der nach oben ausgestreckte Arm signalisiert, Achtung, langsamer werden. Drei kurze Pfiffe und das Kreisen mit dem Arm signalisieren anhalten. Herkommen wird mit zwei etwas längeren Pfiffen und einer Winkbewegung mit dem Arm in die Fahrtrichtung signalisiert. Für den heutigen Fahrtag kommen insgesamt 4 Wagen zum Einsatz. 3 Personenwagen und der Gepäckwagen. Als letzte Rangierbewegung umfährt der Hermann jetzt den Zug, um ihn anschließend zum Bahnsteig zurückzudrücken, wo die Fahrt beginnen wird. Bis zur Abfahrt ist noch etwas Zeit. Diese wird für einige Erklärungen genutzt, sowie für ein paar ganz besondere Erinnerungsfotos. Wir begeben uns jetzt an die Strecke und finden uns unweit der Station Wiehe Kurpark wieder. Der gleichnamige Park liegt nur wenige Meter von der Bahn entfernt. Am 1. Augustwochenende finden in Bruchhausen wieder die Tage des Eisenbahnfreundes statt, wo alle Dampflokomotiven unter Dampf stehen und nach Asendorf fahren werden. Lok Spreewald wird wegen abgelaufener Hauptuntersuchung nicht teilnehmen können. 2015 filmten wir sie an der nahezu identischen Stelle, wo wir auch gleich dem Hermann begegnen werden. Die Station Wiehe Kurpark bildet den Ausgangspunkt eines knackigen Steigungsabschnittes, der sich bis zum Scheitelpunkt hinter dem Filserholz hinzieht. Da können die kleinen Lokomotiven beweisen, dass auch sie,
mächtig Krach machen können. Heißt ja nicht umsonst, klein, aber oho. Hinter dem Filser Holz geht es bis Heiligenberg wieder runter und anschließend in der Ebene immer parallel zur Bundesstraße 6 weiter nach Asendorf. Die Geschichte der Kleinbahn Bruchhausen-Vilsen-Asendorf geht bis in das Jahr 1900 zurück. Fast 60 Jahre wurden Personen und mehr als 70 Jahre Güter auf dieser Strecke befördert. Der Personenverkehr wich Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch immer mehr auf die Straße aus, was die Einstellung des Personenverkehrs zum 31. Mai 1959 zur Folge hatte. Erst 7 Jahre später, am 2. Juli 1966, sollte wieder ein Personenzug verkehren. Es war der erste Museumszug vom DEV mit der eingangs schon vorgestellten heutigen Denkmallok Bruchhausen. In den ersten 4 Jahren wurde nur bis Heiligenberg gefahren und ab 1970 wieder bis nach Asendorf. Die Geburtsstunde vom Hermann schlug im Jahr 1911 bei der Lokomotivfabrik Hohenzollern mit Sitz in Düsseldorf. Seinen Dienst verrichtete er bei der Kreisaltenaer Eisenbahn KAE. 1968 kam er nach Bruchhausen und wurde nach 11-jähriger Aufarbeitung 1979 wieder in Dienst gestellt. Seine letzte Hauptuntersuchung wurde 2016 zum 50-jährigen Jubiläum des DEV abgeschlossen. Ob seine Konstrukteure wohl geahnt haben, dass er auch im Jahr 2019 mit 108 Jahren noch dampfen wird? Wohl kaum. Aber so ist es und er ist putzmunter wie eh und je. Thank you.
Der kurze Besuch beim DEV war eine erfolgreiche kleine Ouvertüre für die Veranstaltung im August. Und dementsprechend sagen wir, mach's gut, Hermann, bis in 2 Monaten. Man sieht sich.